Hubert ohne Staller. Wasser des Lebens. Die Sonne scheint auf die hügelige Landschaft des Alpenvorlandes. Der Streifenwagen fährt an Wiesen vorbei. Lächelnd sitzt Riedel am Steuer, neben ihm Rebecca. Warum grinst du denn so? Ich bin einfach so glücklich. Früher hätten die mir das Auto nie gegeben. Tja, vielleicht haben die beiden keine Lust auf Einbruch. Die haben dich doch vor 2 Wochen noch in diese Whiskybrennerei geschickt, oder? Ja, aber mit dem Radl. Sie fahren durch ein Wohngebiet. Naja, vielleicht solltest du bei dem Tempo dann die Sirene einschalten. Ja, das würde ich gerne, aber die hat der Sieht ausgebaut. Wackelkontakt. Rebecca streckt die Hand vor. Sie bewegt sich zur Musik und lächelt Riedel an. Der hält seinen Arm aus dem offenen Fahrerfenster. Der Streifenwagen biegt gemächlich in eine schmale Wohnstraße und hält vor einer zweigeschossigen Villa. Davor steht ein weißer Transporter. Eine Aluleiter lehnt am Heck. Die Ermittler steigen aus. Vor der Villa wuchert Gras in den Fugen des Pflasters. Schau mal auf der anderen Seite, ja? Sei vorsichtig! Riedel läuft zur Eingangstür und drückt kurz dagegen. Rebecca zieht ihre Waffe und geht ums Haus. Mit 2 Dietrichen kniet sich Riedel vor die Tür und hantiert am Schloss. Rebecca öffnet von innen. Mann, ich hätt's doch gleich gehabt. Da liegt einer. In einem Wohnzimmer liegt ein Mann am Boden. Rebecca? Kein Puls. Riedel fühlt den Puls des Mannes. Kein Puls. Ich weiß. Was? Er ist tot. Ich bin ja nicht taub. Entschuldigung. Ein Sofa ist mit Folie abgedeckt. Aus der blauen Latzhose des Toten zieht Rebecca eine Geldbörse. Riedel hebt sein Handy ans Ohr. Ja, Frau Dr. Fuchs? Er geht hinaus. Moment, Entschuldigung. Im Revier packt Girwitz Brote aus. Ich hab Teewurst, Leberkäse, Teewurst und Teewurst. Gar kein Honig. Hubert? Wieso Honig? Ja, wegen der Biene-Meier-Box. Schon mal was vom Bienensterben gehört? Hm? Ja, Imker, aussterbender Beruf. Aloha, Milbe, macht alles kaputt. Und was haben Sie? Was soll ich haben? Sie wollen auch was zum Frühstück mitbringen, hä? Marmelade, Gürkchen. Haben Sie das Telefon gar nicht umgestellt? Schon, aber scheint nicht funktioniert zu haben. Soll ich? Nein, ich geh schon. Bis da, das ist uns hier. Ich warte mit dem Frühstück. Super. Hubert geht aus dem Dienstzimmer und kommt in den Vorraum. Hubert, Polizei bei Witzhausen. Hallo? Becker, hallo. Du, was ist denn los bei euch? Kaiser kommt. Herr Hubert? Morgen. Könnten Sie Herrn Riedel bitten, mir einen Kaffee zu bringen? Ja. Mit Sonnenbrille tappt sie in ihr Büro. Hallo? Herr Hubert? Ich verstehe kein Wort. Herr Girwitz ist für Sie. Was? Hubert gibt Girwitz den Hörer. Girwitz! Girwitz? Ah, von Jungblut. Ja. Wir haben eine Leiche. Was? Eine Leiche? Eine Leiche. Ja. Ein Fensterputzer. Zuerst dachte ich, er hat den Einbrecher überrascht, aber so wie es aussieht, wurde die Terrassentür von innen geöffnet. Haben Sie die Fuchsschau verständigt? Ja. Wissen Sie sonst noch was über den Toten? Rebecca betrachtet einen Ausweis. Der Name ist Daniel Kuhn. Huhn. Kuhn. Huhn. Kuhn. Ja, sag ich doch. Ja, Moment. Ja. Girwitz notiert etwas. Daniel. Ein Fensterputzer. Daniel. Hallo? Rufen Sie wieder an, wenn das Ding abgestellt ist. Ich verstehe kein Wort. Ist wirklich, ja. Er legt auf. Hallo? Kaiser öffnet ihre Bürotür. Sie hält den Blick gesenkt. Können Sie mal morgen übrigens, Herr Girwitz, können Sie mal schauen, wo mein Kaffee bleibt, bitte? Sie kehrt in ihr Büro zurück. Neben einem leeren Pool öffnet Riedel einen Kasten an der Wand. Rebecca? Oh, hier unten ist besser. Wie läuft's? Ich hab's gleich. Der Signalgeber hat einen Wackelkontakt. Wenn ich das Kabel jetzt durchschneide, dann müsste es eigentlich vorbei sein. Hoffentlich weißt du, was du da tust. Ja, logisch. Der Sieht hat gesagt, es läuft ja alles mit Niedrigspannung. Wie bei uns im Polizeiauto. Wenn ich da eine Gewisch kriege, dann kribbelt es höchstens. Und bei Kabeln in der Wand ist es auch so? Ja. Riedel zieht ein rotes Kabel aus dem Kasten. Er saugt die Lippen nach innen und durchtrennt mit einer Kneifzange das Kabel. Rebecca zuckt ängstlich. Perfekt. So, jetzt muss ich nur noch die Kabel in die Wand drücken. Riedels Körper strafft sich und kippt um. Rebecca kniet sich neben ihn. Hallo. Unten! Mit ihren 2 Koffern kommt Dr. Fuchs herein. Alles okay? Riedel? Ihr habt mich jetzt aber nicht wegen Riedel gerufen. Nein, die Leiche ist oben.
Aber Riedel hat einen Stromschlag bekommen. Vielleicht können Sie ihn kurz durchchecken? Okay. Hubert und Girwitz in Kaisers Büro. Die Chefin trinkt Kaffee. Wo sind eigentlich Rebecca und Riedel? Außendienst. Einfach so? Nein, nein, schon richtiger Einsatz. Ja, wegen der Alarmanlage. Wieso Alarmanlage? Die durch den Einbruch ausgelöst worden ist. Einbruch? Ja, mit Todesfolge. Das wird ja immer besser. Wissen wir schon was über das Opfer? Ja, den Namen und den Beruf. Kaiser stellt... Da haben wir euch irgendwo Ingwer im Haus. ...Tomatensaft auf den Tisch. Also wenn Sie die Kollegen in den Außendienst schicken, dann müssen Sie sich auch ums Backoffice kümmern. Um ihn? Hubert und Girwitz kommen in den Vorraum. Girwitz stellt sich hinter den Schreibtisch. Also wir sind... ist jetzt hinten, oder? Ja, speziell bei Ihnen. Bei mir war es immer so. Ich kümmere mich um den Ingwer. Finster blickt Girwitz zu Kaisers Bürotür. Er hat aber jemand Wut gehabt. Die Wunde ist ganz schön tief. Fuchs kniet neben Kuhn. Auf dem Sofa liegt Riedel. Es war ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Der könnte ein Schädel-Hirntrauma verursacht haben. Todeszeitpunkt ist so gegen... Wann ging mal der Alarm los? Gegen 8. Ja, genau, haben wir es ja. Riedel zuckt. Rebecca drückt ein Handtuch auf seine Stirn. Sollen wir nicht vielleicht doch lieber einen Krankenwagen rufen? Dem EKG nach können wir Vorhofflimmern ausschließen. Sei denn, Herr Riedel fühlt sich nicht gut. Alles gut, Frau Doktor, danke. Eine hellblonde Frau. Darf ich fragen, was Sie hier machen? Kommt mit zwei Sektgläsern. Ihr Blick fällt auf den Toten. Im Vorraum tippt Girwitz auf die Tastatur des Computers und sieht gebannt auf den Bildschirm. Mein lieber Schwan. Auf der Terrasse des Tatorts. Die hellblonde. Dagmar Marx. Marx in Immobilien. Sie stellt ein Sektglas ab und reicht bitte? Rebecca eine Visitenkarte, dann Riedel. Der nickt nur. Die Firma Breindl putzt die Fenster meiner Verkaufsobjekte. Hat nur der Herr Kuhn für Sie geputzt? Ich war sehr zufrieden mit Herrn Kuhn, wenn Sie das meinen. So zufrieden mit ihm, dass Sie gerne mal zusammen ein Gläschen Champagner getrunken haben. Was sollen Sie denn damit sagen? Naja, Sie hatten ja zwei Gläser dabei. Na, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja. Zurück zum Champagner. Der Champagner ist für meine Kunden. Bei einem Kaufpreis in Millionenhöhe ist Champagner eine gute Investition. Der Kasten hier ist 1 Million wert? Marx nickt. Und hat dann keine funktionierende Alarmanlage. Was soll denn überhaupt diese ganze Fragerei? Wissen Sie, so wie ich das sehe, hat Herr Kuhn seinen Mörder gekannt und ihn hier getroffen. Hier? Mhm. Und warum, wenn ich fragen darf? Vielleicht um Fenster zu putzen? Oder Champagner zu trinken? Marx sieht von Rebecca zu Riedel und hebt das Kinn. An seinem Schreibtisch greift Hubert nach Girwitz Brotzeitbox, nimmt ein belegtes Brot heraus und beißt hinein. Er schaut unter eine Brotscheibe, legt das Brot in die Box und stellt sie zurück. Nicht einmal Schimpf. Hubert, wer hat dich laut? Dieser Fensterputzer, dieser Huhn, hat's faustig hinter den Ohren. Girwitz setzt sich. Raub, Erpressung, Einbruch. Also mich würde es nicht wundern, wenn ein alter Kumpel ihn umgebracht hätte. Und wie? Aufgelauert beim Fensterputzen oder was? Ja, warum nicht? Die Villa ist leer, keine Zeugen. Bis auf die Immobilienmaklerin. Welche Immobilienmaklerin? Das die Kundin vom toten Fensterputzer. Riedel und Rebecca verhören gerade seinen Chef. Wieso machen die das nicht hier? Denn doch keine Erfahrung. Wir hätten das machen sollen. Wie? Ohne Frühstück. Perplex schaut Girwitz umher. Rebecca steuert den Streifenwagen auf ein Firmengelände. Neben einem Gebäude stellt ein braunhaariger zwei Kanister auf die Pritsche eines Kleintransporters. Er hat einen kurzen Vollbart und trägt eine blau-schwarze Arbeitshose. Rebecca und Riedel steigen aus. Guten Morgen. Morgen. Sind Sie Rüdiger Breindl? Ja. Jungblut, Polizei Wolfratshausen. Das ist mein Kollege Riedel. So. Wir kommen wegen dem Herrn Kuhn. Der Daniel. Du bist ausgefissen. Haben Sie vielleicht einen Schluck Wasser für meinen Kollegen? Ja, klar. Geh mal hinter. Mit steifen Schritten folgt Riedel Breindl. Der stellt drei Gläser vor den Ermittlern ab, die an einem Kunststofffass sitzen. Also das finde ich wirklich toll von der Polizei Wolfratshausen, dass die mittlerweile auch benachteiligte einstellen. Das ist schon lang vorn bei uns. Sag mal. Wie ist denn das jetzt passiert mit dem Daniel? Ja, der wurde in einem der Verkaufsobjekte von Frau Marx erschlagen. Erschlagen? Mhm. Bei der Arbeit? Ja, wer macht denn sowas? Das wollten wir eigentlich Sie fragen. Mich? Naja, oder wissen Sie, ob er Feinde gehabt hat? Na, woher soll ich das wissen? Ich hab den erst vor 4 Monaten eingestellt. Und vorher? Da hat er als Vertriebler für Alarmanlagen gearbeitet, aber die Firma ist jetzt pleite. Der hat immer bei der Frau Marx geputzt. Jeder Mitarbeiter von uns hat seine eigenen Kunden. Und er war immer bei der Dagmar. Dagmar, das klingt vertraut. Ja,
Wir kennen uns über den Verein der Whisky-Freunde. Ah, da kennen Sie auch den Harlinger? Ja, das ist der Vorsitzende von unserem Verein. Das ist der, dem Sie die Whiskyflasche geklaut haben. Zu Rebecca. Wissen Sie, ob der Herr Kuhn auch bei dem Harlinger geputzt hat? Ja, ich meine schon. Können Sie uns vielleicht eine Liste mit all seinen Einsatzstellen machen? Das ist aber ein Hafer. Wir haben Zeit. Riedel will trinken und schüttet sich das Wasser ins Gesicht. In Kaisers Büro. Die Chefin schüttelt den Tomatensaft. Rebecca, Sie glauben, dass Riedel wieder ganz auf die Beine kommt? Ja, Frau Dr. Fuchs sagt, dass die Zuckungen und das Stottern von allein weggeht. Dann gönnen wir ihm mal ein bisschen Ruhe. Also, zu dem Opfer. Was sagten Sie, das ist ein vorbestrafter Kleinkrimineller? Ja, klein ist gut. Ich meine, der hat schon in Argentinien im Knast gesessen, wegen Beischlafdiebstahl. Wobei ich immer dachte, das ist ein reines Frauendelikt. Kaiser gießt den Saft in ein Glas. Also, sein Chef Breindl hat gesagt, dass er bis vor 4 Wochen noch Alarmsysteme verkauft hat. Alarmsysteme? Humor hat er ja. Nee, ich glaube, der hat seine Position als Fensterputzer nur benutzt, um Einbrüche auszubaldowern. Das könnte gut sein. Also, ich habe hier eine Liste mit all seinen Kunden. Und da ist auch der Händler drauf, bei dem vor 2 Wochen der Whisky geklaut wurde. Na, da haben wir's doch. Schauen Sie mal, wer da noch draufsteht. Die Hansen. Ich dachte, die putzt selber. Wieso soll die selber putzen? Ja, bei der einen Scheibe, da am Fensterputzer. Riesengroße Scheibe. Ja. Hallo, bei der Sache bleiben bitte. Kaiser reibt Ingwer in den Saft. Sag mal, wie teuer war der Whisky, der geklaut worden ist? Von dem Harlinger? 240 Euro. Oh, oh. 240 Euro, das lohnt sich doch gar nicht. Naja, ich meine, vielleicht, wenn es was Rares war, dann wird es noch wertvoll, ne? Ich glaube nicht, dass der Einbrecher so viel Zeit hat. Also, meine Herren, Sie wissen, was zu tun ist. Und als erstes bitte informieren Sie die Angehörigen des Opfers, ja? Nicht nötig. Alleinstehend. Kaiser trinkt. Sollte man nicht mit dem anfangen, womit man aufgehört hat, also beim Saufen? Ab. Sie trinkt erneut. Prost. Girwitz und Hubert sitzen vor der Bäckerei Rattlinger an einem Tisch. Auf einem Tablett bringt Barbara 3 Tassen, stellt sie auf den Tisch und setzt sich dazu. Der Fensterputzer Dani ist tot. So kennt mir jetzt fast schon. Übrigens, der Kaffee geht auf mich. Oh, wie kommt denn zu der Ehre? Das ist mein Beitrag zum Leichenschmaus. Super, sag mal, hast du den näher kennt, den Fensterputzer? Was heißt näher? Der war vielleicht so einmal im Monat bei mir. Girwitz stellt seine Box auf den Tisch. Sag mal, ich glaube, es hakt ein bisschen. Packt jetzt ja da Sabine Meyer Brotzeitdosserl aus. Die hat meine Tochter bis zum Ende der Grundschule benutzt. Hat mir letztens noch Kartoffelsalat mitgebracht von meiner Frau heimlich. Er entdeckt Süß. Das angebissene Brot. Das glaub ich jetzt nicht. Ey, waren Sie das, Hubert? Hä? Was ich? Ja, nein. Das ist das einzige Leberkäsebrot. Ich mag überhaupt keinen Leberkäse. Wissen Sie, was da alles drin ist? Und ihr meint's wirklich, der Fensterputzer Dani, der wollte bei mir einbrechen? Der ist seit seinem 16. Lebensjahr auf der schiefen Bahn. Mhm. Bis vor einem halben Jahr ist er den noch gesessen. Also mir hat er mir erzählt, er ist Vertreter für Alarmanlagen. Naja, und die Firma ist pleite gegangen, oder wie? Der Huhn ist in seinem ganzen Leben keiner anständigen Arbeit nachgegangen. Kuhn. Was? Der Fensterputzer Dani heißt Kuhn mit Nachnamen. Und was hab ich gesagt? Huhn. Ja. Komm ich denn da drauf? In der Rechtsmedizin liegt Kuhn auf dem Seziertisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem Opfer mit einer Glasflasche der Schädel eingeschlagen wurde. Fuchs. Vielleicht mit der Champagnerflasche von der Marx? Nee, leider nicht. Der Abdruck ist oval. Ein Flachmann vielleicht? Ja, damit kennt er sich ja näher aus. Ich habe übrigens Partikel von Siegellack im Haar gefunden. Siegellack? Siegellack? Der Streifenwagen hält vor einem langgestreckten Gebäude. Über einer Holztür ein Schild mit der Aufschrift Whisky Store Harlinger. Girwitz und Hubert steigen aus. Was ich meine, Hubert, wir müssen ja nicht jeden über Kunstvergangenheit ins Bild setzen, nicht? Der Mann hat ja auch als Toter sowas wie Persönlichkeitsrechte, nicht? Ich glaube, dass es dem wurscht ist. Hubert betritt mit Girwitz die Brennerei. Darin stehen etliche Whiskyflaschen in einem Regal. Zu einer Blonden. Guten Morgen, Polizei. Das ist ja meine Überraschung. Ja. Ist ja wie im Paradies, ne? Na, im Paradies, da waren es Äpfel. Michi, du glaubst nicht, wer da ist. Komm mal bitte. Harlinger, ein Bärtiger, nähert sich. Hallo. Das ist ja eine Überraschung. Mhm, das hat Ihre Frau auch schon gesagt. Aber Überraschungen sind nicht immer positiv. Wieso? Ist irgendwas mit meinem gestohlenen Whisky? Nein, da ist nichts. Aber ich verstehe nicht, warum man so einen Aufstand macht wegen 240 Euro. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Bitte? Mein Whisky ist das 1000-fache von 240 Euro wert. Das wären dann viel Geld. Girwitz hält eine Mappe. Hier steht aber nichts von 240.000. Hier steht lediglich 195.000. Der Kaufpreis von vor 4 Jahren war 195.000. K für Kilo, 1.000. Mhm, das ist aber ordentliche Wertsteigerung, ne? Ja, das funktioniert natürlich nicht bei jedem Whisky.
Der hier war ein 30 Jahre lang gereifter Single Malt, 1921 abgefüllt. Er stammt aus einer Destillerie, die das große Brennereisterben in den 80ern nicht überlebt hat. Ein Tresor. Er hat überlebt, ne? Der ist aber nicht leicht zu knacken, hä? Ja, aber der Einbrecher hat einfach das Schloss abgeschaltet. Ebenso die Alarmanlage. Er hat irgendeine Überspannung genutzt. Ich habe den Techniker nicht genau verstanden. Sagen Sie mal, was machen Sie da? Filmen Sie Ihren Whisky? Nein, ich mache Verköstigungsvideos. Das ist heute unverzichtbar, um den Online-Markt zu erschließen. Sie dürfen sich gerne ein Glas nehmen. Ich bin im Dienst. Wohl. Für die Nase. Ah, ein Kenner was. Spatzel, würdest du... Zur Blonden. Entschuldigung, die Whiskyflaschen. Was hat die für Form gehabt? Die war oval. Warum? Ja, weil dem Fensterputzer, dem Kuhn, dem hat wer mit einer ovalen Flasche den Schädel eingeschlagen. Dem Daniel? Ich weiß nicht, wie er mit Vorname heißt. Das ist ja furchtbar. Kann das sein, dass der Herr Kuhn ihren Whisky gestohlen hat? Der Daniel? Ja, der hat das aber als Vorstrafenregister gehabt. Erpressung, Diebstahl. So genau brauchen wir es nicht. Sagen Sie mal, ich nehme an, bei ihm zu Hause haben Sie den Whisky nicht gefunden. Bei ihm in der Wohnung, oder was? Ja, Sie haben sie doch bestimmt durchsucht. Gierwitz steckt sich einen Kühlstein in den Mund. Sind die mit Whisky-Geschmack? Nein, nein, das ist gar nicht. Hubert parkt den Streifenwagen neben der grauen Fassade eines Mietshauses. Direkt über dem Auto schaut ein älteres Paar aus einem offenen Fenster. Gut, nimm mal an, der Kuhn hat den Whisky gestohlen. Wer hat ihm dann einen über den Schädel gezogen? Vielleicht hat er im Auftrag gehandelt. Der Auftraggeber hatte keine Lust zu zahlen und bums kriegt er eins über den Schädel. Mhm. Und hat eine Schnapsflasche für 250.000. Robert, wir reden hier von Whisky. Das ist kein Schnaps, das ist eine Lebenseinstellung. Die Polizisten betreten eine Wohnung mit blauen Türen. Hubert lässt den Blick schweifen. Es ist sogar für den Sozialbau eher schlicht. Hm? Ja, bei Ihnen ist es schöner. In einem Schlafzimmer würde ich gerne mal sehen. Wirft Hubert einen Blick in einen Schrank. Gierwitz inspiziert den Flur. Unter einem Bett zieht Hubert etwas hervor. Gierwitz durchsucht die Küche und entdeckt Flaschen auf einem Hängeschrank. Ja, ist alles da. Wodka, Gin, Grappa, aber kein Whisky. Hubert stellt eine Tasche aufs Bett und holt einen Koffer und eine Brechstange heraus. Herr Gierwitz! Sein Kollege kommt. Der hat ein zweites Standbein gehabt, der Herr Kuhn. Gierwitz mustert die Sachen. Bombenverstecke. Er öffnet den Koffer. Darin sind verschiedene Schalter und Knöpfe. Was ist das denn? Keine Ahnung. Im Dienstzimmer sitzt Gierwitz am Schreibtisch. Mensch, Friedel! 240 Euro, da fehlen 3 Nullen, das muss einem auffallen. Der Harling hat irgendwas von 240k erzählt. Und das K steht für Komma oder was? Gierwitz, das ist viel zu laut, ich versuche da drüben zu arbeiten. Geht das nicht leiser, warum schreien Sie hier so rum? Kaiser. Ja, der Riedel hat... Er hat einen super Job gemacht. Ja, und da musste ich vor Freude schreien. Kaiser fixiert Gierwitz. In der Rechtsmedizin zeigt Fuchs auf eine Stelle an Kuhns Kopf. Und hier habe ich dann den Siegellack gefunden. Wieso hat er noch die Unterhosen an? Ja, ich muss ja nicht gleich alles sehen. Hm. Laut Labor stammt der Siegellack von einer Flasche, die im frühen 20. Jahrhundert gefertigt worden ist. Frühes 20. Jahrhundert? Dann hat den wahrscheinlich noch Kaiser Wilhelm II. Gesoffen, ne? Auf der Hose Robert. Ein Schriftzug. Dagi. Ja und? Von Dagmar. Ach, ich habe mich schon gefragt, was das für eine komische neue Marke ist. Könnten Sie ihm vielleicht die Unterhosen ausziehen und luftdicht verpacken? Wir waren draußen. Wir waren. Mit offenem Mund schaut Fuchs den Ermittlern nach. Eine Dunkelblonde tritt ans Anmeldefenster des Reviers. Grüß Gott. Hallo. Alles okay bei Ihnen? Ich bin nur kommen, weil ich mal nachfragen wollte, wie er denn zu Tode gekommen ist. Mein Bruder. Wer sind Sie denn? Entschuldigung. Lene Kuhn. Macht nichts. Kommen Sie doch rum. Marx? Also gut, ja. Der Daniel und ich, wir hatten eine Affäre. Mhm. Das haben Sie den Kollegen gar nicht erzählt. Es muss ja nicht gleich jeder wissen, dass ich ein Verhältnis mit einem Fensterputzer hatte, oder? Deswegen steht der Name nur in seiner Unterhosen, weil da sieht man es nicht so, gell? Ich habe nur mein Revier markiert. Was haben Sie denn für eine Größe? 1,83. Können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren, bitte? Lene zu Rebecca. Daniels Chef, der Breindl, hat mich angerufen. Er hat mir sein Beileid gewünscht. Ich habe von nichts gewusst. Bei mir war ja nur niemand. Also, ehrlich gesagt, die Kollegen dachten, Herr Kuhn hätte gar keine Angehörigen. Also, so steht das zumindest in der Akte. Was denn für eine Akte? Rebecca erhebt sich und geht hinaus. Mit einer weißen Mappe kommt sie zurück.
Stirnrunzelnd wendet sie die Mappe in den Händen und legt sie dann auf den Tisch. Darf ich? Lene schlägt die Mappe auf. In einem gepflegten Garten sitzt Marx an einem Tisch. Haben Sie gewusst, dass der Herr Kuhn vorbestraft war? Hubert, das Wesentliche. Ja, Erpressung, Diebstahl, Raub, ich meine, das ist ja wesentlich, oder? Das ist doch Blödsinn. Daniel Kuhn war früher Handelsvertreter. Für Alarmanlagen, aber als Einbrecher, da war er irgendwie erfolgreicher. Der hat dem Harlinger Whisky für 240.000 Euro gestohlen. Das soll er gewesen sein? Niemals. Wir glauben, er hat im Auftrag gehandelt. Ja, und der Auftraggeber hat ihm da eine Flasche Whisky über den Schädel gezogen. Und jetzt glauben Sie, dass ich die Auftraggeberin bin? Das ist doch absurd. Ich habe dem Harlinger doch den Whisky abkaufen wollen. Sie haben es wirklich auf den Whisky abgesehen? Sag mal, haben Sie eigentlich irgendeine Ahnung, was ich im Monat verdiene? Na, aber Viertelmillion haben oder nicht haben, ist schon ein Unterschied. Ja, vielleicht war es ja auch die Idee vom Herrn Kuhn. Jetzt reicht's aber. Ich habe dem Harlinger 200.000 geboten. Der Whisky war aber 240.000 wert. Genau. Aber der Harlinger ist pleite und braucht dringend Geld, sonst schließen die ihm nämlich den Laden zu. An dem Tag, als er mein Angebot angenommen hat, wurde ihm dann zufällig der Whisky geklaut. Wollen Sie mit andeuten, dass der Harlinger seinen eigenen Whisky geklaut hat? Ich will gar nichts andeuten, ich sag nur, wie es ist. Hey, wenn der Whisky versichert war, ist das ein lupenreines Motiv. Ihre Bar würde ich mir gerne mal anschauen. Das glaube ich Ihnen gerne. Aber ohne einen Durchsuchungsbeschluss kriegen Sie meine Bar nicht zu sehen. Hubert zuckt mit den Brauen. Ich verstehe das nicht. Keine Angehörigen. Im Revier. Ich meine, wir sind drei Geschwister und die Mama lebt ja auch noch. Gott sei Dank. Als die von Daniels Spielsucht erfahren hat, da hat sie es beinahe umgebracht. Aber deshalb gleich eine Akte. Ja, bei den ganzen Vorstrafen. Was denn für Vorstrafen? Der Daniel war Vertreter für Alarmanlagen. In ganz Deutschland hat er die verkauft. Aber doch nicht in Argentinien. Rebecca runzelt die Stirn. Ja, und da haben sie verschrieben. Wir werden mit K geschrieben, nicht mit H. Wie bitte? Na hier, sie haben Huhn statt Kuhn geschrieben. Harlinger kostet einen Whisky. Seine Frau zu Girwitz? Auch einen für die Nase? Ach, fürs Hirn wäre vielleicht besser. Girwitz starrt Hubert an. Herr Harlinger, warum haben Sie uns verschwiegen, dass Sie dem Marx den Whisky verkaufen wollten? Ich dachte nicht, dass das relevant sei. Dass Sie hoch verschuldet sind, auch nicht. Harlinger sieht zu seiner Frau. Die stemmt eine Hand in die Hüfte. Würden Sie damit überall hausieren gehen? War der Whisky versichert? Ja, natürlich habe ich den versichert. Aber Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich meinen eigenen Whisky gestohlen habe. Na, dafür hatten Sie ja den Kuhn. Ich habe den Kuhn nicht beauftragt. Ich hatte zwei Angebote, 160.000 von der Marx und 180.000 von einem Großkunden aus Österreich. Natürlich wollte ich erstmal nicht verkaufen, aber ich hatte keine Wahl. Und als die Marx dann ihr Angebot auf 200.000 erhöht hat... Da ist zufällig ihr Whisky gestohlen worden. Ja, während meine Frau und ich in München eine Oper besucht haben. Was war das für eine Oper? Don Giovanni. Rigoletto. Ich habe die Karten gekauft. Ja, ich hab's nicht so mit Oper. Die Karten haben Sie aber noch. Die Unterlagen von der Versicherung für den Whisky. Ja, natürlich. Und den Namen des Großkunden... Spatz, würdest du das... Harlingers Frau geht. Vorm Haus reicht sie Hubert Karten und eine Mappe. So, bitteschön. Und schiebt die Hände in die Hosentaschen. Hören Sie, Sie müssen mir das jetzt glauben. Mein Mann würde sowas niemals machen. Bei der Beweislage schwierig. Nein, mein Mann würde niemals die Versicherung betrügen. Alle wollen seinen Whisky. Vor allem der Breindl. Der Chef vom Kuhn. Ja. Der war immer eifersüchtig auf alles. Auf die Brennerei, auf den Whisky. Auf Sie? Ja, ja. Wir waren mal ein Paar vor Michi. Der hat die Trennung nie verwunden. Und als er gemerkt hat, dass Michi Schulden hat, ist er hierher gekommen, hat sich aufgespielt wie ein Gönner. Wollte ihm den Whisky für einen Spottpreis abkaufen. Hätte der Michi nie gemacht. Für kein Geld der Welt. Ja, vielleicht hat er sich irgendwie anders besorgt. Ich traue dem Rettel alles zu. Im Streifenwagen. Ihr wollt uns doch bloß von Ihrem Mann ablenken. Ja, wenn er den Whisky wirklich haben wollte? Dann hätte er weitergeboten. Hören Sie auch mal zu. Hä? Bitte? Der Harlinger hätte für kein Geld der Welt an ihn verkauft. Die Marx, das kann ich mir vorstellen. Allein wegen der Unterhosen. Die ist reich genug, die kauft sie so ein Whisky. Aber solche Leute haben es vom Behalten und nicht vom Ausgeben. Die Polizisten betreten das Revier. Rebecca fängt Girwitz ab. Ohne Whiskyflasche keine Tatwaffe, ohne Tatwaffe kein Mörder.
Ja, dann müssen wir die Flasche halt finden. Herr Gewitz! Freundin Jungblut, gut, dass ich Sie sehe. Also, hier ist eine Liste mit Namen und Telefonnummer, ne? Steht genau drauf, was Sie machen müssen. Aber zuerst die Bank von dem Harlinger anrufen, ne? Mhm. Der hat Schulden bei denen. Ich will wissen, wie es um den Whiskyladen steht. Mach ich. Herr Gewitz, raten Sie mal, wer heute hier war. Keine Ahnung, ich bin nie gut in Ratespielen. Frau Kuhn, die Schwester von Daniel Kuhn. Kuhn, der hat doch gar keine... Ja, Daniel Kuhn ist alleinstehend. Daniel Kuhn hat eine Schwester. Gerwitz nickt. Wie kommt's überhaupt auf Huhn? Ich meine, die Akte ist... Im Papierkorb? Ja, da hab ich sie rausgeholt. Er wendet den Blick ab. Beachtlich. Würde es Ihnen was ausmachen, das zu vergessen? Ich habe bereits mit Frau Kuhn gesprochen. Und das Missverständnis aufgeklärt. Ich habe mich in ihrem Namen entschuldigt. Und sie hat mir versprochen, dass es unter uns bleibt. Gute Arbeit. Ja, wenn ich mal was für Sie tun kann, dann... Samstag! Was Samstag? Da habe ich Bereitschaftsdienst. Bis 11. Ja, da ist Pokalspiel. Ja, genau. Ich habe Karten. Wirklich? Die nehme ich gerne. Hubert nähert sich. Ja. Störe ich, soll ich wieder gehen? Nee. Frau Jungblut hat mich nur gebeten, am Samstag im Bereitschaftsdienst zu übernehmen. Was ist Pokalendspiel? Das schaue ich mir im Fernsehen an. Oh, danke, das ist total lieb von Ihnen. Ich habe übrigens herausgefunden, was dieses komische Gerät ist. Der Koffer. Das ist eine HBM-Quelle, die mit elektromagnetischen Impulsen Computer und Alarmsystem lahmlegt. Mhm. Also wenn ich hier anschalte, dann geht alles raus, oder wie? Das ist kaputt gemacht. Oh, was ist das denn? Kann mir irgendjemand sagen, warum sich mein Computer abgeschaltet hat? Ach, auch wieder im Lande. Was gibt's denn Neues? Der Computer ist kaputt, ne? Ja. Hubert und Gerwitz verdrücken sich. Kaiser sitzt im Dienstzimmer und reibt sich mit geschlossenen Augen die Stirn. Gerwitz klopft auf eine Skizze am Flipchart. Die Tatwaffe ist unserer Meinung nach die gestohlene Whiskyflasche vom Harlinger. Moment. Dann ist das Opfer mit einer Flasche im Wert von 250.000 Euro erschlagen worden. Was, wenn die kaputt gegangen wäre? Deswegen tippen wir auf Affekt, nicht? Ein Streit zwischen Opfer und Auftraggeber. Ja, aber wer ist denn der Auftraggeber Ihrer Meinung nach? Diese Immobilienmaklerin oder der Harlinger oder? Ja, also die Immobilienmaklerin will Geld sparen und der Harlinger ist scharf aufs Versicherungsgeld. Rebecca? Ihr habt Nummer 3 vergessen. Den Chef des Opfers, Rüdiger Breindl. Wieso jetzt Herr Breindl? Warten Sie, also ich habe mit Harlingers Bank telefoniert. Der hat da so eine gute Million Schulden. Und wenn er bis morgen nicht 200.000 gezahlt hat, dann wird ihm sein Kredit gestrichen. Das geht einfach so? Ja, wenn die Bank aus Spekulationsgründen das Grundstück teuer weiterverkaufen kann. Ja, was ist jetzt mit dem Breindl? Der österreichische Großkunde hat zugegeben, dass er den Whisky für einen Auftraggeber erwerben sollte. Also hatte die Harlinger doch recht. Nein, das bringt überhaupt nichts. Ich meine, der Österreicher erzählt doch dem Breindl, dass wir das alles wissen. Ich habe damit gedroht, dass wir ihn sonst wegen Beihilfe zum Mord rankriegen. Dann brauchen wir bei ihm ja nur noch die Tatwaffe finden, ne? Oder bei der Marx oder beim Harlinger. Die verdächtigen sich munter gegenseitig. Wir haben keinen handfesten Beweis, so kriege ich doch nie einen Durchsuchungsbeschluss. Den brauchen wir vielleicht auch gar nicht. Die Whisky-Deppen, die treffen sich heute beim Harlinger. Da könnten wir uns beim Breindl und bei der Marx ein bisschen umschauen. Whisky? Ja. Dann könnte ich mich da ein bisschen drunter mischen. Sie wollen da mitmachen? Ich meine... Sie sind die Revierleiterin. Ja, eben. Drum. Im Hinausgehen klopft Kaiser Rebecca auf die Schulter. An einem langen Tisch sitzt eine fünfköpfige Gesellschaft. Darunter Marx und Breindl. Harlinger? Liebe Whisky-Freunde, bevor wir mit dem Tasting beginnen, möchte ich euch gerne Frau Kaiser vorstellen. Sie lebt noch nicht lange am Starnberger See und hat durch unsere Anzeige vom heutigen Tasting erfahren. Ich hoffe, ihr seid alle einverstanden, dass ich sie so kurzfristig zu unserem Tasting eingeladen habe. Breindl zieht für Kaiser einen Stuhl zurück und setzt sich neben sie. Beginnen wir also den heutigen Abend mit dem schottischen Sprichwort: Ein Glas Whisky ist fabelhaft, 2 sind zu viel, 3 sind zu wenig. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Frau Kaiser. Harlingers Frau. Herzlich willkommen bei den Whisky-Freunden. Serviert Whisky in Verkostungsgläsern. Breindl? Ja, dem möchte ich mich gerne anschließen. Mein Name ist Rüdiger Breindl, aber meine Freunde nennen mich Rüdiger. Mein Name ist Sabine Kaiser. Meine Freunde nennen mich Frau Kaiser. Liebe Freunde, als erstes möchte ich euch gerne einen 18-jährigen Glenn Travis vorstellen. Der Lothar hat ihn für uns mitgebracht. Kaiser schickt eine Nachricht an Hubert. Gut, da war ja schon immer ein Arschkriecher. Breindl zu Kaiser. Im Streifenwagen blickt Hubert auf sein Handy. Okay, auf geht's. Er und Rebecca steigen aus.
Sie gehen auf Breindels Firmengebäude zu. Vor der Eingangstür hält Hubert seiner Kollegin ein Dietrich-Set hin. Bitte schön. Die schaut überrascht. Ich? Ja, irgendwann musst du es lernen. Rebecca nimmt das Set und grinst. Hubert tippt auf sein Handy. Vor Marks Villa hebt Girwitz sein Smartphone ans Ohr. Hubert, ja. Wenn Sie reingehen, gehen wir auch rein. Ja. Riedel kommt mit dem Koffer. Dass die Kaiser als Revierleiterin damit macht, verstehe ich nicht. Nee? Ja gut, okay. Also, Alarm ausschalten. Riedel legt einen Schalter um und drückt zwei Knöpfe. Das Handy-Display erlischt. Ist aus? Ich glaube schon. Ja, gut. Hubert? Girwitz lauscht ins Handy. Aufgelegt. Und steckt es ein. Die Tür aufmachen. Jawohl. Riedel stellt den Koffer ab und holt zwei Dietriche hervor. Dass Sie sowas können? Bieten das die Kollegen von der Fortbildung an? Na, der ja sieht. Girwitz blinzelt. Wenn das mal gut geht. Rebecca drückt Breindels Eingangstür auf. Bei Harlinger gurgelt Breindel mit dem Whisky. Frau Kaiser, wenn Sie erstmal nichts zu dem Whisky sagen möchten, sondern nur genießen wollen, überhaupt kein Problem. Breindel? Ja, ich würde sagen, Vanillepudding mit... Nein, ich würde sogar spezifizieren auf Crème Brûlée mit einem Hauch grünen Apfel. Ja, den grünen Apfel kann ich hier nicht finden, aber... Gut, ist eben ein sehr komplexer Whisky und sehr schön zu genießen. Und hopp. Breindl? Er war schon immer ein Arschloch. Leert sein Glas. Herrlicher Whisky. Ja. Sehr gut. Ist das nicht ein bisschen schnell für eine Verkostung? Naja, wir haben ja noch einiges vor uns. Er will nachschenken. Darf ich? Ich hab noch. Wird ernst und füllt sein Glas. Auf allen Vieren öffnet Riedel Marks Tür und späht ins Haus. Er steht auf und betritt mit Girwitz eine große Diele. Girwitz hält eine Armbanduhr. 6 Minuten, Riedel. 6 Minuten für eine einfache Tür. Hubert ist bestimmt schon durch. Er schließt die Tür und sieht sich nervös um. Taschenlampe? Riedel leuchtet Girwitz in die Augen. Ach, Riedel, Sie reden viel. Jetzt können Sie die nächsten 5 Minuten alleine suchen. Mann, der war mit seinen Minuten. Beim Tasting. Breindel zu Kaiser. Ich gebar. Wer? Ja, das ist gälisch und heißt Wasser des Lebens. Und davon leitet sich Whisky ab. Mhm. Noch eine? Haben wir den grünen schon? Breindl lächelt Kaiser an und öffnet eine grüne Flasche. Harlinger begrüßt einen Mann in weißem Hemd. Abend. Schmeckt's? Und lass was auskosten. Hast du den Schmied eingefragt? Wer ist der Herr, der jetzt gerade mit Herrn Harlinger spricht? Das ist Harald Becker. Sein Versicherungsvertreter. Wir drei kennen uns seit der Ewigkeiten, seit dem Gymnasium. Aber die zwei Deppen, die haben sich gesucht und gefunden. Danke. Harlinger und Becker verlassen den Raum. Frau Kaiser, vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken. Ja, weil Alkohol wirkt nämlich stark entwässernd. Ach, was? Ich glaube, das bekomme ich schon zu spüren, wenn Sie mich kurz entschuldigen würden. Ja, so ist recht. Immer schön Platz schaffen. Kaiser entfernt sich. Breindl zu Marx. Sagen Sie mal, Dagi, warum trinken eigentlich wir nicht einmal einen miteinander? Marx liest eine Handynachricht. Benötige Angebot noch heute. Ja, dann eben nicht. Sie steckt das Handy ein und geht. In Breindels Firma öffnet Rebecca einen niedrigen Schrank. Also, hier sind 5 Whiskyflaschen. Alle angebrochen. Sie holt sie heraus. Aber keine sieht so aus wie die hier auf dem Foto. An einer Küchenzeile inspiziert Hubert die Schränke. Haben Sie was? Er hält ein blaues Tuch. Ein Fensterputztuch. Cool. Leicht wankend kommt Kaiser in einen Flur. Sie trägt eine weiße Bluse zu einem engen, dunklen Rock. Du hast es mir versprochen. Wenn du jetzt einen Rückzieher machst, Harry, dann bin ich erledigt. Ich tu doch schon, was ich kann. Das reicht aber nicht. Wenn ich nicht bis morgen 10 Uhr wenigstens einen Verrechnungscheck habe, dann machen die mir die Hütte zu, dann ist aus mit Whisky. Jetzt reg dich ab. Ich fahr gleich morgen früh nach München. Ein Kollege aus der Hauptverwaltung schuldet mir noch was. Bis der Scheck letztlich gutgeschrieben wird, haben die Zahlung bestimmt bewilligt. Dein Wort in Gottes Gehör. Achtung! Hinter Kaiser? Sonst fällt dir noch das Ohr ab. Geht Marx vorbei. Harlinger und Becker sehen herüber und entfernen sich. Kaiser tippt auf ihr Handy und hebt es ans Ohr. Pass auf, du nimmst dann einmal mit Wasser, kaltes Wasser, ganz wichtig, Spülmittel rein, auf die Scheiben drauf und dann mit dem Abzieher grad runter. Und für die Ecken nimmst du das Tuch.
Verstanden? Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie Ihre Fenster selber putzen. Ja, du, ich bin geschieden und meine Putzfrau, die hat im Lotto gewonnen. Frau Kaiser? Hallo? Ja, ich bin's. Die Max ist gerade raus. Entschuldigung, Sie hören sich so ein bisschen besoffen an. Sie sind doch erst eine halbe Stunde lang da. Nein, bin ich nicht, aber die saufen hier wirklich wie die Löcher. Breindl kommt. Zu lang. Jetzt sind die Ihren dran. Also, die Max ist von dem Testing abgehauen und beim Gierwitz ist das Telefon aus. Hast du deinen Roller noch am Gewehr? Ja, ich komm natürlich mit. Na, du musst die Kaiser abholen, bevor es völlig besoffen ist. Auf geht's. Rebecca folgt Hubert hinaus. Marx öffnet eine graue Gartentür, dreht sich um und richtet einen Autoschlüssel zu einem Wagen. Sie schließt die Gartentür. Im oberen Stockwerk schenkt sich Gierwitz Whisky ein und hebt das Glas an die Nase. Mit erhobener Taschenlampe leuchtet Riedel durch den taghellen Raum und nähert sich Gierwitz. Was machen Sie denn da? Wenn Sie mir noch einmal das Gesicht leuchten. Entschuldigung. Aber Sie können doch jetzt trotzdem nicht saufen. Ich saufe nicht, ich vergöstige. Gut, dann will ich auch ein. Er sieht auf die Uhr schon Dienstes? Und leert dabei das Glas aus. Die Polizisten lugen eine Treppe hinab und eilen in ein Schlafzimmer. Marx steigt die Stufen herauf. Am Tisch mit den Spirituosen bleibt sie stehen und verschließt die Whiskyflasche. Gierwitz und Riedel hasten auf einen Balkon. Marx kommt ins Schlafzimmer, streift einen Tuchschal ab, setzt sich aufs Bett und entledigt sich ihrer Schuhe. Vorsichtig spähen die Polizisten durch die Balkontür herein. Marx verlässt das Schlafzimmer. Hubert kommt von der Gartentür auf das Haus zu. In einem seidenen Hausanzug setzt sich Marx wieder aufs Bett. Unter dem offenen Oberteil trägt sie einen BH. Gierwitz und Riedel spähen zu ihr. Riedel beginnt zu lächeln. Sie sind Polizeibeamte, reißen sich zusammen. Riedel hört auf zu lächeln. Im Garten sieht sich Hubert um. Herr Gierwitz, Riedel. Gierwitz schaut vom Balkon. Hier oben. Spinnt's hier, was macht's denn da? Wir müssen flüchten. Auf dem Balkon. Ja, wir waren halt gerade oben. Ja, da kommt's halt wieder runter. Ja, wie denn? Huberts Blick fällt auf einen zusammengerollten Gartenschlauch. Er nimmt ihn und wirft ihn zum Balkon hoch. Riedel fängt ihn auf. Was machen wir jetzt mit dem? Duschen, Riedel. Hubert hebt zwei Finger. Braucht zwei Minuten. Und geht. Auf ihrem Bett sieht Marx von einem Laptop hoch. Riedel verknotet den Schlauch am Balkongeländer in einem modernen Wohnzimmer. Frau Marx, wir hätten das auch an der Tür klären können. Also, ich möchte jetzt da wirklich nicht stören. Marx steht vom Fenster abgewandt. Dahinter baumelt der Schlauch vom Balkon herab. Sie sind doch bestimmt hier, um sich meine Bar anzuschauen. Die Bar, ja. Die Bar wollte ich anschauen, ja. Wo ist denn der Durchsuchungsbeschluss? Der ist... Gute Frage. Ach, wissen Sie, was ist mir jetzt auch scheißegal. Riedel seilt sich ab. Ich habe den Kuh nicht umgebracht. Und den Whisky vom Harlinger habe ich auch nicht. Sie will sich umdrehen. Schauen Sie sich um. Ja, Hubert hält sie fest. Es geht mir nicht um die Bar. Um was denn dann? Unterhosen, es geht um Unterhosen. Ich würde gerne auf Ihr Angebot mit den Unterhosen zurückkommen. Jetzt hier, Gierwitz. Riedel winkt Gierwitz. Der rollt den Schlauch auf und öffnet den Knoten. Fragend hebt Riedel die Arme. Gierwitz wirft den Schlauch übers Geländer. Der landet neben Riedel im Gras. Wie war nochmal Ihre Größe? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also Anzug 98 und Jeans 32. Müsste ich aber nochmal zu Hause nachschauen. Gut. Hubert wendet sich ab. Vorsichtig öffnet Gierwitz die Balkontür und schleicht ins Schlafzimmer. Im Garten stößt Hubert auf Riedel. Was mit ihm? Die Hosen voll. Kann ich jetzt ja nichts mehr machen. Sie eilen auf die Gartentür zu. Im Türrahmen des Schlafzimmers hält Gierwitz inne. Hektisch sieht er sich um und kriecht unters Bett. Mit einem Glas Whisky kommt Marx herein. Sie drückt einen Schalter an der Wand. Außen am Fenster fährt ein Rollo herab.
Mark setzt sich aufs Bett, trinkt einen Schluck und stellt das Glas ab. Sie knipst eine Nachttischlampe an und legt sich vor den Laptop. Unterm Bett stützt Girwitz den Kopf auf seine Faust. Die Sonne scheint auf die Villa. Vor den Fenstern im Erdgeschoss heben sich die Rollos. Girwitz reißt verschlafen den Kopf hoch. Sein Haar hängt zerzaust da vorne. Er öffnet die Gartentür und verlässt das Grundstück. Hinter ihm nähert sich ein Zeitungsbote. Girwitz dreht sich um. Morgen. Der Bote gibt ihm eine Zeitung. Morgen. Und geht. Schönen Tag noch. Vor der Bäckerei Rattlinger. Girwitz hält Barbara die Zeitung vor die Nase. Darauf: vorbestrafter Schwerverbrecher tot aufgefunden. Ja, Herr Girwitz, Sie schauen ja ein bisschen verwurstelt aus. Das waren doch Sie, hä? Ich? Das waren vertrauliche Informationen. Also, ich habe keinen Ton gesagt, mein. Da hätte jemand mitgehört haben. Ist doch keiner da. Wollen Sie damit sagen, dass ich ja eure Ratschen bin, die alles weitererzählt, als ob ich nach einem 16-Stunden-Tag nichts Besseres zu tun hätte? Vielleicht erzähl mir mal was, so in entspannter Atmosphäre, bei der Physio zum Beispiel, aber und das ist ja alles sehr vertraulich. Und die Inge, die hat überhaupt noch nie was weitererzählt. Und der hat mir schon ganz andere Sachen erzählt. Ja, hallo Sie, ich red mit Ihnen. Geht der einfach. Im Büro der Revierleiterin. Sie haben mich einfach im Stich gelassen. Sie hätten ja bloß runterklettern müssen. Ich habe Höhenangst. Nicht, und außerdem kann ich ein bisschen mehr Einsatz erwarten, oder? Oh, was denn noch? Ich musste den Marx ablenken. Die glaubt, dass ich mir nicht nur mal selber Unterhosen kaufen kann. Ja, das ist aber auch ungewöhnlich. Was? Können wir bitte zum Fall zurückkehren? Haben Sie denn außer der Tatsache, dass Sie sich nicht vertrauen, irgendwas rausgefunden? Na, da haben wir ja Glück, dass ich da besser war. Ich habe nämlich ein Gespräch belauscht. Zwischen diesem Versicherungsmakler und dem Harlinger. Ja, Versicherungsbetrug. Aber der Harlinger konnte doch nicht wissen, dass die Versicherungssumme pünktlich gezahlt wird, oder? Er hat doch hundertprozentig am Plan B irgendwem verkauft er seinen Whisky. Dann sorgen Sie doch mal dafür, dass er seinen Plan B ausführt. Und wenn Sie den Harlinger mit seinem Whisky in der Hand erwischen, haben wir ihn. Sie können da nicht rein. Mir gesagt, das sei ein Missverständnis. Und jetzt steht's da in der Zeitung. Das ist Frau Kuhn, die Schwester von Daniel Kuhn. Hallo. Ich dachte, Daniel Kuhn hat keine Angehörigen. Ja, wir sollten da mal gehen, nicht? Ja. Herr Girwitz. Ja, ja. Machen Sie mal die Tür zu. Von außen, ja. Nein, von innen. Im Streifenwagen. Den Riedel scheißen zusammen, weil er drei Nullen vergisst, aber selber einen Namen verwechselt. Es war so laut, ich konnte kein Wort verstehen. Ja, da muss man halt nachfragen. Das hätte uns einmal passieren sollen, als Sie der Chef waren. Die Arbeit an der Basis ist eine ganz neue Herausforderung. Das ist aber späte Einsicht, Herr Girwitz. Riedel nimmt ein Fernglas von den Augen. Er kommt. Er greift nach einem Alukoffer und hebt die Hand als Stoppzeichen. Mit einer Kelle winkt Rebecca einen silbernen BMW auf einen Parkplatz. Neben dem Wagen bläst Becker in einen Alkoholtester. Rebecca sieht aufs Display. Zu Riedel. Wow, 1,0 Promille. Was? Respekt, und das schon für um halb 10 Uhr morgens? Da scheint das nicht zu stimmen. Ich schwöre, ich habe heute Morgen noch nichts getrunken. Aha. Na gut, ich hatte gestern Abend ein Whisky-Tasting, aber ich meine, es war gestern. Ihnen ist schon klar, dass Ihr Körper nur 0,1 Promille die Stunde abbaut, oder? Ja, der Riedel, der Fisch zappelt im Netz. Was für ein Fisch? Hören Sie, ich werde zu einem wichtigen Termin erwartet. Ich fürchte, das werden Sie heute nicht schaffen. Na, das Auto ist beschlagnahmt. Muss das sein? Ja. Schlüssel? Becker greift in seine Hosentasche. Riedel reicht ihm ein Sakko. Rebecca setzt sich in den BMW. Hey! Aus dem Streifenwagen blicken Girwitz und Hubert auf die Tölzer Sparbank. Jetzt kommt er. Harlinger kommt heraus. Du hast mich fallen lassen. Ins Handy. Nein, das Geld ist natürlich nicht da. Die Hypothek ist gekündigt, ich bin erledigt. Er tritt gegen einen Aufsteller. Hast du das gesehen? Das ist Sachbeschädigung. Mhm. Dafür gibt's aber ja extra. In einem grauen Pickup fährt Harlinger weg. Der Streifenwagen folgt ihm. Harlinger stoppt seinen Wagen vor der Brennerei und steigt aus. Hinter dem Holzzaun des Anwesens kommt der Streifenwagen zum Stehen. Harlinger marschiert ins Gebäude. Ach, geben wir ihm noch ein paar Minuten, ne? Ins Handy. Rebecca, hallo? Echt? Super, danke. Und? Rebecca hat bei der Bank angerufen. Und hat er den Aufschub bekommen? Er nicht. Die Ermittler steigen aus. Harlingers Frau geht mit zwei Taschen zum Pickup. Hubert und Girwitz stellen sich an den Zaun. Frau Harlinger! In der Brennerei sitzt Harlinger in einem Ledersessel und trinkt Whisky. Seine Frau und die Polizisten nähern sich.
Hubert trägt eine der Taschen. Harlinger wischt sich über den Mund. Spatzel, hast du was vergessen? Na, also, ich glaube, wir haben alles dabei. Aus der Tasche holt Hubert eine ovale Whiskyflasche. Das war die Idee von Kuhn. Er brauchte Geld, um seine Spielsucht zu finanzieren. Er hat gesagt, das ist eine todsichere Sache. Simone? Die geht neben ihrem Mann in die Hocke. Er hat gesagt, der Michi und ich, wir bräuchten nur ein Alibi und er würde sich um den Rest schon kümmern. Und was hat er dann verlangt für den Einbruch? 50.000. Simone. Aber dann wollte er mehr. Ja, er wollte das Doppelte. Hat gesagt, ja, für den Anfang reicht's. Ich hatte ja nur diese 50.000 und dann hat er mich in diese Villa bestellt. Und als er gehört hat, dass ich das Geld wirklich nicht habe, ist er völlig ausgerastet. Und dann ist er auf mich zu mit diesem Whisky. Und dann haben sie ihm die Flasche aus der Hand und mein Schell. Spatzel, ich wollte nur, dass du ihn behalten kannst. Ich weiß, wie viel dir daran liegt. Und wo wollten Sie jetzt gerade damit hin? Die wollte ich dem Brandl unterschieben. Simone. Die Polizei hätte ihren Mörder gehabt und du hättest den noch an die Dame verkaufen können. Harlinger öffnet mehrmals den Mund. Dürfte ich meine Frau vielleicht aufs Revier begleiten? Ja, wir bitten sogar darum. Haben noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, nicht? Ich sage nur Aufsteller vor der Bank. Hm? Ja, Banken. Entschuldige, die spinnen doch sowieso alle. Das ist meine Bank, da habe ich mein Konto. Ja, aber da zahlen sie auch Überziehungszinsen. Ich zahle keine Überziehungszinsen. Ja, ich habe mir nur gedacht, wegen der Trennung. Das ist alles teuer. Die Ermittler entfernen sich, kehren dann zurück. Bitcoin. Das war Hubert ohne Staller. Wasser des Lebens von 2019. In weiteren Rollen Susu Padotzke als Rechtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs, Monika Gruber als Barbara Hansen, Inka Calvi als Dagmar Marx, Maximilian Laprell als Breindl, Katrin Röver als Simone Harlinger, Oliver Bürgin als ihr Mann. Drehbuch Thomas Kempf, Regie Carsten Fiebeler.